So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die... Heulwindhöhle haben wir nicht gemacht, das war in der vorletzten Folge. In der letzten Folge haben wir uns komplett in Srenja ausgetobt, haben dort drei Bewohnern geholfen. Denn, ja, es gab da auf einmal tausende von Problemen, die es zuvor noch nicht gegeben hat. Und wir sind diesen Problemen natürlich auf die Spur gegangen und haben herausgefunden, dass der ehemalige Assistent dafür verantwortlich gewesen ist. Denn er hat in einer Höhle einen Schmugglerring, ja, ins Leben gerufen. Und in der heutigen Folge werden wir mal gucken, was wir machen, weil, oh ne, es war ein Geber, weil ich habe, was ist denn das hier gerade? Okay, hier haben wir noch was. Morgen graue Innenlager. Denn wir haben ja zum einen noch Jodes Licht als Gewölbe, was auf dem Weg liegt. Und natürlich eine Düne. Das mit der Arena, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Denn da müssen wir nämlich noch einen kleinen Umschwung machen. Hallo und tschüss. Ich habe nichts damit zu tun. Überhaupt nicht. So, Arena von Tisrini haben wir nehmen. Oder? Doch. Ich glaube, wir kommen schon zur Arena. Okay, gut. Dann werden wir in der heutigen Folge die Arena machen. Und da kommt er angerannt. Ihr wart beim Widerstand in Arentia? Ja. Helle Monde. Balak heißt euch willkommen. Hallo. Wenn ihr einen gerissenen Verstand und einen wilden Geist besitzt, ist die Arena von Tisrini der Ort, um das zu beweisen. Außerdem führen Balak Teilnehmer. Ach, das ist die Kehrseite, wenn man ein Unternehmen namens Kämpfe bis zum Tod leitet. Ich hätte Interesse, an einem Wettkampf teilzunehmen. Bestens. Wir müssten uns vorher nur noch um ein paar kleine Formalitäten kümmern. Feluni, der Impresario von Tisrini, verlangt, dass alle Teilnehmer sich erst Empfehlungen verdienen, okay, ehe sie in einem Wettkampf antreten. Das hält den, wie sagt man doch gleich, den Pöbel draußen. Okay, wie verdiene ich mir so eine Empfehlung? Das ist eine simple Sache. Der Wettbewerb hat drei Sparten. Beschwörer, Zauberer und Schwertmeister. Sprecht mit den Champions dieser Sparten. Sie geben euch dann weitere Anweisungen. Alles klar, ich verstehe. Balak hat bemerkt, dass ihr noch hier seid. Womit kann er euch noch behilflich sein? Was könnt ihr mir über diesen Wettbewerb erzählen? Balak kann euch so viel oder so wenig sagen, wie ihr wissen wollt. Dieser ist der anpassungsfähig. Was könnt ihr mir über die Schwertmeistersparte sagen? Sara kümmert sich um die Schwertmeistersparte. Sie ist so irre wie eine Ratte im Käseladen, aber trotzdem eine Meisterin der Klingen. Okay. Schwertmeisterkämpfer sind geschickt im Hacken und Hauen, im Stechen und Schneiden und manchmal auch im Pieksen. Wer betreibt die Arena? Feluni ist unsere große Chefin. Balak hält so einiges von ihr. Sie ist eine mächtige Kämpferin und eine erstklassige Geschäftsfrau. Und ihr Fell? Ach, es ist das seidigste überhaupt. Dieser muss gestehen, dass er ein wenig verknallt ist. Ach, wie niedlich. Könnt ihr mir etwas über die Zauberersparte erzählen? Zauberer. Balak traut ihn nicht. Warum denn? Malarel hat das Sagen. Einmal hat ein Kämpfer ihr widersprochen und dann fiel ihm das ganze Fell aus. Das war tragisch für ihn, aber Menschen haben ohnehin nur wenig Fell. Wie ist die Beschwörungssparte so? Tolbor leitet die Beschwörer. Seine Kämpfer beschwören Monster und Konstrukte, die für sie kämpfen. Für Balak klingt das wie Schummelei, aber das hat er nicht zu entscheiden. Die Beschwörerkämpfer nutzen viele Tricks. Also, haltet die Augen offen und die Krallen scharf. Danke für diese Weisheit. So, sprech mit Tolbor. Ja, ich sag mal so, das ist ja einfach nur draufhauen und gewinnen und Anerkennung bekommt. Das ist ja cool, das macht ja Spaß. Stimmt's, Tolbor? Der Abort ist hinter dem Tor. Oder braucht ihr etwas anderes? Ich muss mir die Empfehlung verdienen, um in die Beschwörungssparte anzutreten. Müsst ihr das? Das ist ja niedlich. Meint ihr wirklich, dass ihr alles habt, was dafür nötig ist? Ja. Und selbst wenn ihr eure Empfehlung bekommen solltet, seid ihr dann bereit, bis zum Tod zu kämpfen? Ja. Ich lasse es euch einmal versuchen. Passt nur auf, dass ihr euch nicht in die Hosen macht. Was muss ich tun? Ich wünschte, ich hätte einen Troll für euch.
Leider muss ich sie mir für die richtigen Herausforderer aufsparen. Wählt euch einen meiner Kämpfer aus und bittet ihn, mit euch zu üben. Vielleicht findet ihr ja einen eher schmächtigen Gesellen. Hallo. Besiegt ihn in einem fairen Kampf und ihr bekommt eure Empfehlung. Ich bin zum Kampf bereit. So, zeigen wir mal den, wie schmächtig wir sind. Ich hoffe, ich kann in der Beschwörersparte kämpfen. Aber Tolbor ist wirklich wählerisch, wer es in die letzten Runden schafft. Hättet ihr was dagegen, mit mir zu üben? Ich möchte gern in den Spartenmeisterschaften antreten. Sicher. Vielleicht bekomme ich eine Chance, in der Arena zu kämpfen, wenn ich euch besiege. Macht euch bereit. Ihr euch ebenfalls. So, da wollen wir mal anfangen. Angriff! So, Tolbor, schaut genau zu, wie talentiert ich bin. Habt ihr das gesehen, Tolbor? Ich bin richtig stark. Ich bin richtig krass stark. Bei Ifris Knien. Ich hätte nicht erwartet, euch in einem Stück wiederzusehen. Ich habe einen eurer Kämpfer besiegt. So sieht es wohl aus. Ich muss gestehen, ich habe euch unterschätzt. Hier habt ihr eure Empfehlung für die Beschwörersparte. Habt Dank. Wenn ihr so weitermacht, schafft ihr es vielleicht sogar ins Finale? Ich werde euch im Auge behalten. Enttäuscht mich nicht. Ich werde euch nie enttäuschen. So, wo holen wir denn als nächstes unsere Empfehlung? Warte, ich mal noch hier unten gehen. Hallo? Zu Malareel. Was ist denn die? Das ist bestimmt die Zauberersparte. Was haben wir hier? Noch ein Möchtegern-Champion? Lasst mich raten. Ihr seid gekommen, um uns mit einer Vorführung von Fähigkeiten zu beeindrucken, von denen bloße Sterbliche nur träumen können. Ich bin gekommen, um mir die Empfehlung der Zauberersparte zu verdienen. Wie unglaublich arrogant ihr sein müsst. Bin ich arrogant? Ich bin talentiert. Mir. Doch nur weil ihr eine hohe Meinung von euch selbst habt, heißt das noch lange nicht, dass sie auch berechtigt wäre. Wir sind berechtigt. Wir werden sehen. Ja, wir werden wirklich sehen. Wie kann ich mich beweisen? Unglücklicherweise kann ich keine weitere Empfehlung mehr aussprechen. Wenn ihr eine wollt, dann müsst ihr es wohl mit einem anderen Anwärter aufnehmen und seine Empfehlung an euch reißen. Für jemanden, der derart überzeugt von seinen Fähigkeiten ist, sollte das doch kein Problem sein, oder? Ich bin zum Übungsduell bereit. Da, wir nehmen jemanden. Wir nehmen einfach mal die hier. Diese wird der nächste Champion sein. Haltet euch von mir fern, wenn ihr den Anblick von Blut nicht mögt. Besonders von eurem eigenen. Ach doch, das hatte ich aus. Mir wurde gesagt, ich soll mit euch üben. Ihr tut diesem leid. Ihr habt euch den falschen Khajiit ausgesucht. Aber wie die Bretonen immer sagen, es ist ja euer Begräbnis. Ja. So, fangen wir mal wieder hier alles an. Tschüssi. Jetzt habe ich eure Empfehlung. Ach, wie schade. Glückwunsch! Eure Vorführung war wirklich inspirierend. Vielleicht seid ihr doch nicht der Grünschnabel, der ihr zu sein scheint. Ich habe es getan. Bekomme ich nun diese Empfehlung? Ich schätze, dem habe ich zugestimmt. Wie unangenehm. Ich hatte Größeres erwartet. Ich habe bewiesen, dass ich die bessere Kämpferin bin. Seht ihr? Da offenbart sich wieder eure Arroganz. Vielleicht seid ihr ja doch zu etwas zu gebrauchen. Jedenfalls bin ich der derzeitige Champion. So kann ich mich wenigstens darauf freuen, euch vor Publikum zu blamieren. Oder andersrum. Das wird unterhaltsam. Ja, das glaube ich auch. Es wäre sehr peinlich von euch, wenn ihr gegen mich verlieren würdet. Schlitterhänge. Okay, ich weiß gar nicht, hatten wir das schon? Naja, ich habe es einfach jetzt mal mit markiert. Für den Fall der Fälle, dass wir so nicht entdeckt haben. Und jetzt müssen wir noch mal hoch und dann die Kämpferersparte. Oh, Himmelsscherbe! Höher. Ja. Oh, der hat ein schönes Kleid. Ich möchte auch ganz so ein Kleid haben. Und ich glaube, sowas würde mir jetzt nicht unbedingt stehen. Dazu bin ich ein kleines bisschen zu muskulös, um solch ein feminines Kleid zu tragen. So. Haben wir es bald mal geschafft? Oh, die hat gerade mentalen Zusammenbruch. Zara,
Hallo, Schätzchen. Das ist ein gutes Jahr für Talent und auch für Schönheit. Ich hätte gern eine Empfehlung für die Schwertmeistersparte. Aber wird euer Geschick mit der Klinge mir die Schnurrhaare zum Beben bringen? Oder sträube ich da eher das Nackenfell? Das frage ich mich. Mhm. Ihr seid so lieblich, dass Sarah euch allzu gerne allein für euer Aussehen die Empfehlung geben würde. Doch diese Hexe Feloni hat die Zahl der Kämpfer in jeder Sparte begrenzt. Was muss ich tun? Wohlan, dann zieht blank und tanzt mit einem der anderen Liebchen hier im Lager. Besiegt sie in einem Übungskampf, ja? Dann bekommt ihr eure Empfehlung, Liebchen. Oh ja. Ich bin zum Kampf bereit. So, wen nehmen wir denn da? Die. Ich habe gehört, dass Sarah schon bald Kämpfer für die nächste Spartenrunde auswählen wird. Vielleicht sollte ich mit ihr flirten. Wärt ihr bereit, mit mir zu üben? Auf der Suche nach der Empfehlung eines Schwertmeisters, hm? Sicher. Warum nicht? Ist das ein Pfeil? Das sind ja coole Pfeile, die er hat. Oh, das ging ja schnell. Habt ihr das gesehen, Sarah? Ihr steckt voller Überraschungen, Schätzchen. Und seid ihr nicht stark? Ich habe euren Kämpfer besiegt. Ihr duftet nach dem Geruch des Sieges. Da mache ich doch gleich einen Buckel, aber einen von der angenehmen Sorte. Bekomme ich die Schwertmeisterempfehlung? Mindestens das. Uhu. Solche Stärke. Die Kraft in eurem Schwertarm. Da will ich mich ja gleich ein wenig schön machen. Okay. Kämpft nur weiter so, Liebchen. Und ihr bekommt viel mehr als diese Empfehlung. Okay, danke. Das wollte ich jetzt nicht. Ihr macht mir ein kleines bisschen Angst, Tara. Mein Herz gehört schon Narui und Darien Gauthier. Also, so viel Platz habe ich dann doch nicht. Wen haben wir denn da? Ein zahlender Kunde, hier um die Wettkämpfer anzufeuern? Oder steckt mehr hinter euch? Ich würde gern antreten. Bewundernswert. Aber es gibt Regeln in Bezug auf Neuaufnahmen. Bestimmte Empfehlungen sind nötig. Ich habe mir Empfehlungen aller drei Sparten verdient. Ihr kommt gut vorbereitet, aufstrebend und einfallsreich. Wie erfrischend! Nun gut, habt ihr einen Künstlernamen? Naja, ich würde jetzt einfach mit meinem richtigen Namen antreten. Puffin. Das wird nicht gehen. Künstlernamen sollen mysteriös und interessant klingen. Sie sollten dramatisches Flair haben. Wie klingt das? Aus unbekannten Landen kommt die enigmatische, die rätselhafte, die gefährliche, mysteriöse Fremde. Oh ja, das klingt total toll, der Name. Finde ich absolut super. Ja, so verzweifelt wie ihr schaut, seid ihr auch nicht ganz so überzeugt davon. Was soll ich als nächstes tun? Was zu tun ist, es ist Zeit zum Kämpfen. Ihr habt die Empfehlungen. Also habt ihr die Champions der drei Sparten auch schon getroffen. Jetzt müsst ihr euch durch die Ränge ihrer Sparten nach oben kämpfen. Wenn ihr das überlebt, stellt ihr euch dem Großchampion. Aber eins nach dem anderen. Und jetzt schwingt die Hufe. Möge das Licht von Jone und Jodo euch in den Spartenarenen Glück bringen, meine Freundin. Kann ich nun der Zauberersparte antreten? Das scheint alles seine Richtigkeit zu haben. Meldet euch bei Malareel in der Zauberarena, sobald ihr bereit seid, loszulegen. Viel Glück wünsche ich euch. Hab Dank. Ich kann euch nicht helfen. Wieder muss ich selber erstmal helfen können. Und dass mir gut geht, kann ich euch nicht helfen. Weil erst muss ich mir helfen, wenn es mir schlecht geht, und dann kann ich euch helfen. Ihr schon wieder? Sagt mir nicht, dass ihr es ernst gemeint habt, an der Meisterschaft der Zauberersparte teilzunehmen. Doch. Ihr würdet bei lebendigem Leibe gefressen werden. Aber ich würde trotzdem gern antreten. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was euch bevorsteht, oder? Na schön. Wenn ihr euer Leben wegwerfen wollt, dann will ich euch sicher nicht vom Gegenteil überzeugen. Was muss ich tun? Betretet die Zauberer-Arena, um euch in den drei Qualifikationsrunden zu duellieren. Falls ihr durch eine bizarre Glückssträhne tatsächlich überleben solltet, kommt ihr ins Finale. Und die redet von Arroganz. Antreten müsst.
Ich werde euch nur allzu gerne töten. Dito. Allein schon dafür, dass ihr eine unerträgliche Besserwisserin seid. Dito, ich bin bereit. Die Arena von Tizrini. Das Katzenvolk liebt das Glücksspiel für sein Leben gerne und ganz besonders gerne wettet es auf einen guten Kampf. Als die Feste bei Tizrini nicht mehr als Feste genutzt wurde, dauert es nur wenige Wochen, bis sie zu einer Arena umfunktioniert wurde, in der das Wettgeschäft floriert. Ja, ich meine, wir haben ja schon gegen alle möglichen Kreaturen gekämpft. Da stehen unsere Chancen Willkommen ja eigentlich ganz gut. Zu den Qualifizierungsrunden der... Die Herausforderin aus unbekannten Landen, die enigmatische, die rätselhafte, die gefährliche, begrüßt die mysteriöse Fremde. Hallo, hier gibt's sogar keinen Zuschauer. Unser Anwärter kommt aus dem kriegszerrütteten Cyrodiil, ein Deserteur der kolovianischen Armee, ein ehemaliges Mitglied der gefürchteten Alpha, die... Der kaiserliche Inquisitor höchstpersönlich, Ravius. Hallo, Ravius. Und tschüss, Ravius. Oh. Haben wir den noch um? Ravius unterliegt der mysteriösen Fremden. Leider. Und nun Runde 2. Der nächste Kämpfer ist ein mystischer Meer unbekannter Herkunft. Er behauptet, aus einem unterirdischen Reich in den tiefen Nirns zu stammen. Hier ist er, Leute. Noriethil, der Niederträchtige. Ach, das ist auch keine Herausforderung für uns, nicht wahr? Wo ist überhaupt mein Schatten? Ich hatte doch meinen Schatten jetzt. Noriethil wird in die Erde aus der Erkampf zurück. Und nun der letzte Herausforderer in den Qualifizierungsrunden der Zauberermeisterschaft. Sie stammt aus der dunkelsten Gegend Balenwalds. Die Braut der Bösartigkeit, die Prinzessin der Pein. Die einzigartige Aynel. Aynel, hallo. Ein besonderes Auge. Nein! Oh, nicht aufhängen. Oh. Das sieht vielleicht schlecht aus. Wurde besiegt und die mysteriöse Fremde erreicht das Finale der Zauberer in der Hauptarena. Ja, weil ich nämlich talentiert bin und kompetent bin. Es gefällt natürlich der Malerie überhaupt gar nicht, aber damit muss er halt jetzt leben, dass ich hier auseinandernehmen werde. Glückwunsch. So fade diese hoffnungsvollen zweifellos waren, habt ihr mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es schaffen würdet. Ich bin bereit, Champion zu werden. Ihr könntet der Fehleinschätzung erlegen sein, dass die ganze Arena von euren Taten beeindruckt ist. Doch jetzt werden sie euch als das erkennen, was ihr in Wahrheit seid. Ein hochnäsiger Trottel. Dito. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Ja, ihr ebenfalls. Um gegen mich zu bestehen. Ach, wenn ihr wüsstet, was ich schon alles für glorreiche Heldentaten geleistet habt, habe, dann würdet ihr nicht so mit mir reden. Und es wird ein kurzes Spiel mit euch werden. Willkommen zu den Endrunden der Meisterschaft der Zauberer. Hier ist unser Herausforderer aus einer unbekannten Gegend. Es ist die enigmatische, die rätselhafte, die gefährliche, mysteriöse... Der Erste, der antritt, ist ein gnadenloser Magier, der die Mächte der Eismagie in den Fingerspitzen hat. Auch nicht Eismagie. Er wird begleitet von einem kalten Kader cleverer Kumpane. Darf ich vorstellen, Irgun, der Eismagier. Lass
jetzt den Kampf beginnen. Ja, dann rennt man schnell weg. Ach so, der hat ja nur. Ja, das ist ja dann hier. Kommen wir nun zu unserer letzten Runde. Und nun die zauberhafte Zauberin aus Einsamkeit. Der magische Malstrom der Missgunst. Unsere Ach, also Einsamkeit kommt die Mächtige. Zerstören. Nein. Also euch ja, ne? Malar, warum ruft ihr nicht einen eurer Freunde zur Hilfe? Ich gestatte es. Ach so. Das ist ja frech. Aber nicht so ungut. Und der neue Champion der Zauberer ist die mysteriöse Fremde. Danke, danke für den Applaus. Wenn ihr mir folgen wollt, ich werde euch euren Preis übergeben. Preis übergeben klingt sehr schön. Gut, da hätte man natürlich die erste Sparte schon erfolgreich abgeschlossen. Glückwunsch, mysteriöse Fremde. Ihr seid der Champion der Zaubersparte. Vielen Dank, Feluni. Ihr habt euch schon einen Titel geholt. Holt euch auch die Titel der anderen beiden Sparten. Dann könntet ihr sogar unseren Großchampion Ishalga vom Thron stoßen. Möge das Glück Bandars euch auch weiterhin hold sein. Möge das Licht von Yone und Yodo euch in den Spartenarenen Glück bringen, meine Freundin. Jetzt geht es mit der nächsten Sparte weiter. Ich bin zum Kampf bereit. Ich wette, dass ihr das seid. Holt euch weitere Anweisungen bei Sara. Ihr findet sie vor der Schwertmeister-Arena. Brecht ein paar Beine oder Arme, was euch lieber ist. Oder beides. Hauptsache, ihr liefert eine gute Schau ab. Hab Dank. So, Sara, jetzt wollen wir mal gucken, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Tut mir natürlich leid, denn die war ja so fasziniert von mir. Dass sie halt jetzt sterben muss, ist halt schon ein bisschen traurig. Willkommen zurück, Schätzchen. Sara hat sich schon gefragt, wann ihr zurückkehren werdet. Sie hat euch furchtbar vermisst. Die anderen Teilnehmer sollten Yone und Yode danken, dass Meisterschaften nicht durch körperliche Anziehungskraft gewonnen werden. Euer Glanz würde sie alle schlagen. Okay, ich bin bereit, an der Meisterschaft des Schwertenmeistersportes teilzunehmen. Geduld, mein Liebchen. Als erstes müsst ihr an den Qualifikationsrunden teilnehmen und alle drei Herausforderer besiegen. Okay. Nur dann kann sich das Publikum in der Hauptarena an eurem gewinnenden Lächeln ergötzen. Wo kann ich die Herausforderer finden? Nun, in der Schwertmeister-Arena, mein süßes Ding. Ihre Klingen verlangen nach eurem zarten Fleisch. Besiegt sie. Und ihr bekommt eure Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich bin bereit. Bereit zum Siegen. Sind denn das eigentlich für Runen, die hier eingraviert sind? Meine Damen und Herren, willkommen in der Schwertmeister-Arena und zu den Qualifizierungsrunden der Meisterschaften der Schwertmeister. Unser erster Herausforderer stammt aus einer unbekannten Gegend. Es ist die enigmatische, die rätselhafte, die gefährliche, mysteriöse Fremde. Hallo. Und aus dem fernen Hallo. Dolchsturz, das Entermesser der Erlösung, der Säbel der Sorge. Hier ist Myrten. Säbel der Sorge, alles klar. Klingt ein bisschen falsch. Och, die mysteriöse Fremde gewinnt Runde 1. Und nun Runde 2. Unsere nächste Herausforderin wurde einst aufgrund ihrer Grausamkeit von den Waldläufern der Dämmerranken ausgeschlossen. Ihr kennt sie vielleicht als Blitzmesser, die schockierende Stürmerin oder den Donnerkäfer. Wir kennen sie allerdings als Thel, die Pfählerin. Okay. Cooler Name, Thel.
Aber das nützt euch jetzt trotzdem nichts, weil ihr werdet sterben. Tell, die Pfählerin ist nicht länger. Und nun, die dritte und letzte Qualifikationsrunde. Als nächstes sehen wir eine furchterregende Gegnerin aus Knurk. Ihre Klinge mag stumpf erscheinen, aber sie ist schwer genug, um Extremitäten von Rümpfen abzutrennen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Reifa, die Schnitterin. Oh. Hallo, Reifa. Aber ihr werdet auch bald nicht mehr sein. Es tut mir leid. Reifa ist zu Boden gegangen. Wir haben einen neuen Herausforderer für die Hauptarena. Die mysteriöse Fremde. Ja, wer hätte es denn gedacht? Alle. So, Zara. Ihr atmet noch und euer liebliches Gesicht ist heil geblieben. Zara freut sich sehr. Und doch ist sie auch traurig. Warum seid ihr traurig? Nun, mein Liebchen, jetzt werdet ihr in der Hauptarena antreten. Und Zara wird euch euer liebliches Gesicht verschandeln müssen. Das werden wir noch sehen. Oh ja, mein Liebchen. So wird es sein. Das glaube ich nicht, aber darüber können wir gern noch weiter streiten, während wir kämpfen. So, auf geht's. Und dann fehlt es nur noch die Beschwörer. Willkommen zurück in der Arena von Tisserini zu den Endrunden der Meisterschaft der Schwertmeister. Heißt unsere Herausforderin willkommen. Aus unbekannten Landen kommt die enigmatische, die rätselhafte, die gefährliche, mysteriöse Fremde. Der Erste, der antritt. Der schneidige und talentierte Sir Harin. Hallo, Sir Harin. Ist ja niedlich. Ist er ja gleich tot? Sir Harin wurde besiegt. Die mysteriöse Fremde gewinnt Runde 1. Jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Sie schneidet euch mit einem Lächeln in Stücke und ersticht euch mit einem Grinsen. Unser eigener Schwertmeister-Champion, liebe zaubernde Sarah. Lass mich unsere Folge etwas leichter zu töten machen. Ich Helga, meine, ich schlitze euch die Kehle auf und Nein. bade in eurem Blut. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Ey. Ich schlitze euch die Kehle auf und bade in eurem... Im was wartet ihr? Ich habe euch nicht ganz verstanden. Ihr konntet euren Satz gar nicht Sarah zu Ende bringen. Schwertmeister ist die mysteriöse Fremde. Ja, das bin ich. Tja, ne, ich Helga geht langsam hier der Arsch auf Grundeis, würde ich sagen. Champion der Schwertmeister-Sparte, ihr seid eine Überraschung. Vielen Dank, Feluni. Weiter so. Ihr werdet Ishalga einen ganz schön heißen Kampf liefern, wenn sie sich euch in der Großmeisterschaft stellt. Möge Riedeltar euch wohlgesonnen sein, wenn er über euer Schicksal bestimmt. Möge das Licht von Yone und Yodo euch in den Spartenarenen Glück bringen, meine Freundin. Ich bin bereit anzutreten. Oh, nein, jetzt habe ich doppelt gedrückt. Naja. Gut, wir werden in der nächsten Folge die Beschwörerspartin in Angriff nehmen und dann gegen den guten Tolbohr kämpfen und natürlich gewinnen. Und dann werden wir uns als Großchampion dann bezeichnen können, wenn wir die Ishalga dann zu ihren anderen Katzenfreunden gelegt haben. Und dann müssen wir mal schauen, wir haben ja noch diese eine Nebenquest, die wir dann noch im Anschluss machen werden. Und dann müssen wir mal schauen, wohin die Reise als nächstes geht. Aber ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet, dass die heutige Folge euch gefallen hat.